Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dismantle. Weiter geht es. Beim letzten Mal haben wir diese Gruft erledigt und damit Augapfelnummer wieder Nummer 2 geholt, okay. Ja, und wir machen jetzt weiter. Wir haben den Standard-Dietrich, nice, und den Friedhofsschlüssel. Haben einen Gesamtfortschritt von 41% bei der Hauptquest, 13% bei den Nebenquests. Faszinierend. Hauptquest ist halt nur so weit, weil wir, bis wir den nächsten Step der Hauptquest erledigt haben, wird es einfach mal 3 Jahre dauern, ne? Weil, wie gesagt, hier ist die Brennstoffzelle da. Ach, guck mal, die hinten sind nicht mal anvisiert als Quest. Wahrscheinlich, weil wir da einfach noch gar nicht hinkommen. Das heißt, der nächste Step, den wir jetzt, wir können mal, wo sind wir denn? Wir sind hier oben. Hier haben wir noch eine Zeitschlosskiste, da können wir nichts machen. Wir haben an sich hier das Ding erstmal geklärt. Das ist eigentlich fast komplett frei. Wir müssen halt noch... Lass uns das tatsächlich... wobei ich bin hier unsicher, ob ich hier die Perle schon nutzen sollte. Ich war ja etwas neugierig. Und habe tatsächlich gelesen, dass es genug Augäpfel gibt. Ja, du kannst also im Prinzip in jedem einzelnen Feld die... hier richtig? Nee. In jedem einzelnen Feld den Funkturm mit einer tödlichen Frequenz versehen. Kann ich sowieso jetzt gar nicht. Fällt mir gerade auf, weil mir fehlt der Elektroschrott. Werden wir also später mal machen. Da ich ja hier nicht mehr hin muss. Hier ist einfach erledigt, ne? Hier muss ich gar nicht mehr hin. Na gut, wegen der Zeitschlosskiste müssen wir noch hin. Aber das ist ja relativ einfach mit dem Lagerfeuer. Werden wir hier auch nicht mehr weiter was machen. Sondern wir werden uns einfach hier mal verpissen. Und werden uns... lass mal die Quest, die können wir nämlich nicht mehr... Achso, kann ich die gar nicht deaktivieren? Ich wollte, dass das hier oben nicht mehr dasteht, weil das tatsächlich einfach nur nervt. Ach, ist das herrlich. Ist das Shane? Und wir werden uns mal hier wieder zum Hof begeben, um dort nämlich den ganzen Kram... Den ganzen Kram mal wieder abzuernten, sofern es denn möglich ist. Schauen wir doch mal. Yo. Nice, sogar alle sind fertig. Nice. Okay, ich denke, Mais sollten wir genug haben, ne? Das ist super viel Mais, den wir hier haben. Karotten haben wir 11 Samen. Hier steht aber nicht da, wie viel ich habe, oder? Kartoffelsamen. Let's go. Ernten wir mal rein. Dann Zwiebelsamen. Ich habe allerdings keine Zwiebelsamen, ne? Weizensamen packen wir mal rein. Und dann machen wir noch ein bisschen Salat. Und eine Tomate, denke ich. Ein Tomatski. Wenn wir noch einen Tomatski reinpacken. Ups. Und dann werden hier wieder ein paar Dinge wachsen. Die Angelflächen sind immer noch nicht resettet, alles klar. Tatsächlich würde ich jetzt gerne zum Kreuzungskraftwerk laufen und dort das Ding aktivieren, damit wir dieses Feld komplett bereinigen können. Und uns dann hier in diesen Weg begeben. Hier müsste nämlich auch noch irgendwo eine Gruft sein. Dann lasst mich, bevor ich hier irgendeinen besiege, erstmal durchrennen. Genau, ich denke, ist irgendwo kein Jason, aber das ist eigentlich auch egal. Da oben ist schon einer, alles klar, ich sehe ihn schon. Jo, das Feld, das können wir theoretisch auch nutzen, oder? Oder ist hier gar nichts? Kann auch sein, dass hier nichts war. So. Ach, komm schon. Nein, dich töte ich noch nicht, dich töte ich erst. Sobald ich den Sinn... Ach, kann ich immer noch nicht... Ich brauche noch ein bisschen Metallschrott. Wo kriege ich noch ein bisschen Metallschrott her? Das ist halt super wichtig, dass ich, bevor ich hier irgendwas kille, erstmal noch ein bisschen Metallschrott kriege. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Gut, dann werden wir tatsächlich nicht drum herumkommen, einige zu killen. Aber du musst doch nicht sein, hä? Okay, mittlerweile sind die auch ziemlich einfach. Komm ich da rein? Müsste ein einfacher Dietrich sein, ne? Ja.
So, damit haben wir 6 und damit werden wir den Funkturm aktivieren. Der natürlich deutlich wichtiger ist, als die Machete auf 3, auf plus 2 zu kriegen. Eine deutliche Frequenz. Let's go. So, auf geht's. Jetzt können wir endlich arbeiten. Und auch alles mitnehmen hier. Ah, herrlich. Herrlich, dass wir diese Reifen jetzt zerschneiden können und schön viel Gummi kriegen. Bam. Bam. Und ihr seht, oh, ist so herrlich, dass hier so viel Platz drin ist in der Tasche. Das ist so cool. Okay, das geht noch nicht, wa? Nee. Aber hier können wir noch was. Ja, ich muss sagen, das Battle macht richtig Laune jetzt, wo wir ein bisschen besseres Equipment haben. Ist das. Oh, Verzeihung. Ist das super lustig. Aber ich krieg die alle noch nicht down, die Dinger. Die Bäumchen sind leider. Leider auch nichts für mich. Ärgerlich. Okay, dann lass uns hier rein. Das Ding haben wir ja gerade geöffnet. Damit wir hier diese schöne. Oh, blockiert, okay. Komme ich denn da? Ach, guck mal, der läuft da durch, alles klar. Gut, sehr schön. Dann kann man das ganz kurz kaputt machen. Dann nervt das nicht mehr, okay. Oh, da war ein Radio. And as it were, a great mountain burning in fire was cast into the sea and the third part of the ships were destroyed. This is an automated recording sent from P23, the Crown Station. Dem Kronensender. So, kaputt gemacht. Damit. Waschmaschine? Nope. Ein bisschen Holz. Oh, da war was Elektrisches drauf. Sehr schön. Haben wir zumindest mal wieder einen Elektroschrott bekommen für unsere Machete. Aber ich glaube, ich befürchte, dass ich das auch nutzen werde für die nächste Frequenz. Da werde ich vermutlich nicht drum herum kommen. Nice, ein bisschen Gewürze. So viel Holz brauche ich vermutlich gerade gar nicht. Das lassen wir da mal offen. So. Oder übrig. Nice. 2 Zwiebeln, ein bisschen Salat. Ach, der macht das nicht automatisch, ne? So, plus 5 Trefferpunkte. Das haben wir schon. Ach, guck mal, hier steht sogar, ob wir schon was gemacht haben oder nicht. 7 Tomaten. Haben wir 5 Fleisch? Wir haben 5 Fleisch. Allerdings brauche ich dafür die Tipp, die Dingsverbesserung. Und hier müsste ich eigentlich theoretisch doch das kriegen, ne? Ah ja, okay. Angelgeschwindigkeit. Nice! Warum hat das letzte Mal nicht gemacht? Ich habe das doch auch gemacht, oder nicht? Backtisch mit Knusprig und Fritten. Eine bemerkenswerte Kombination. Sehr lecker. Das könnte ich theoretisch sogar auch schon machen. Ne, noch nicht. Das Weizen fehlt noch. Lego! Brot. Ein ganz normales Brot mit einer knusprigen, leckeren Kruste aus Maisgrieß. Permanente Wirkung. Ja, meinetwegen. Nehmen wir es mit. Was soll's schaden, was? Jetzt kann man uns auf jeden Fall noch die verbesserte Aufbewahrungskiste bauen. Wichtig für die Wunschbrunnen. Weil wir bei den Wunschbrunnen tatsächlich doch noch anderes Zeug kriegen. So, dann lass uns kurz mal zu unserer Kiste latschen. Zu unserem Lagerfeuer, yo. Den Rest auch noch mitnehmen und dann können wir. Ah, hier. Dann können wir die verbesserte Aufbewahrungskiste bauen. 20 Mana-Perlen brauchen wir dafür. Dann ist noch eine Keramik-Dingensen. Ach, guck mal, ich kann das sogar ohne Lagerfeuer machen. Sehr schön. Wobei das vermutlich egal ist, weil es wäre schon sinnvoller, wenn alle Gegner da wären, jetzt wo ich das Ding aktiviert habe oder Ding installiert habe. Den Sender. Wäre es schon sinnvoller, wenn ich tatsächlich ans Lagerfeuer rangehe. Damit die beiden Gegner, die ich gerade gekillt habe, halt auch wiederkommen. So.
Die verbesserte Aufbewahrungskiste. Wir können nämlich... Ja, es kostet mich natürlich XP, ist logisch. F in der Nähe einer Aufbewahrungskiste. Drücke F, um das Menü zu öffnen. Alles klar. Und das letzte erst mit 22. Okay. Ich könnte einen Würfel bauen. Dann kann ich hier hinten nämlich noch ein neues sehen. Genauso wie das Tarnnetz. Wollen wir das machen? Würfel. Chance auf kritische Chance ist aber auch nicht verkehrt, ne? Finde ich auch nicht, finde ich tatsächlich nicht schlecht. Baseballschläger, da ist er ja. Als Schlagwaffe erwiesen. Ja, meistens hat eine Schnittwaffe. Das ist eine Schlagwaffe. Die Frage ist, warum sollte ich das tun? Warum sollte ich den Baseball... Werden wir aber trotzdem mal craften, weil wir natürlich hier andere Waffen natürlich noch haben wollen. Die Frage ist, warum sollte ich einen Baseballschläger nutzen? Wenn ich doch eine Machete habe, die grundsätzlich mehr Schaden verursacht und der Schaden durch kritische Treffer besser ist. So, wir werden das Tarnnetz noch bauen. Ein Monsterköder. Der Köder sendet Schallwellen auf einer Frequenz aus, die nicht mehr menschliche Wesen anlockt. Die Anzahl der Verwendung wird am Lagerfeuer aufgefüllt. Okay, wo ich Elektronikschrott. Schweißbänder. Ein sehr dynamisches wirkendes Paar. Sportkampf. Sportkopfbänder. Laufgeschwindigkeit. Das finde ich auch nicht verkehrt. Ein Gyroskop stabilisiert die Lagerbewegung in Kurvenform, Geschwindigkeit seitwärts. Oha. Okay. Eine Hacke. Gut, die brauchen wir jetzt nicht, ne? Das ist für mich irgendwie sinnlos. Also ich sehe da noch keinen Nutzen da drin. Okay, wir haben jetzt also wahnsinnig viele Sachen, können jetzt aber nicht noch mehr mitnehmen. Alles klar, und da fehlt noch ein bisschen was. 7, 4, 9. Okay, hier bräuchte man noch eins, dann könnte ich ein neues Accessoire mitnehmen. Entdeckt damit Sucheffizienz. Ich behalte das mal, weil ich weiß nicht genau, ob das sinnvoll ist oder nicht. Nehme es einfach mal so mit. Bin ich nicht verkehrt. Da brauchen wir noch 15 Eisen für den Rucksack. Okay, der Powerangriff wird höher. Hat aber gleich viele. Der kriegt 6, der kriegt 5 dazu pro Level. Wird sich wahrscheinlich im Endeffekt nicht viel ändern. Nahkampfschaden gegen Monster plus, nur, plus 10%. Ich verstehe nicht, warum die Machete nicht gut sein soll. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Lupe, gut, hier kann ich irgendwie alles noch nicht machen, ne? Tarnnetz gegen der Sichtweite geschrumpft, brauche ich nicht. Angelköder, gut, das kostet zu viel Eisen. Okay, cool. Dann lass uns die beiden Monster, die hier sind, noch kurz töten. Einmal den und einmal den blau und genau den grünen. Okay, also auch wenn ich durch die Lache durchlatsche, kriege ich Schaden. Das war gerade ein kleiner Test gewesen. Und wir haben super viel Leben, wie ihr mittlerweile seht. Und das ist Wahnsinn, wie viele Lebenspunkte wir mittlerweile haben. Das sind insgesamt 45 Punkte. EP durch alles, Doppelchance beim Sammeln, Sucheffizienz. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, was das bedeutet. Aber ist egal. Wir haben jetzt das, was ich machen wollte, haben wir. Das heißt, jetzt wird ein bisschen... Oh, oh, nice. Jetzt wird ein bisschen herumgesucht überall, da freue ich mich richtig drauf. Wo ist... Achso, die Villa hatte hier noch das Schloss, das ich noch öffnen muss. Mit einem Dietrich. Okay, machen wir ein bisschen Plastik noch, den nehmen wir mit. Und wenn wir dann bald mal wieder bei einer Wunschkiste sind. Ein einziger Attack hat tatsächlich gereicht, ja. Aber es ist der Schaden hinterrücks. Geilo Steilo, wir können hier einfach alle absäbeln. Ah, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin da unten. Ich kann dieses komplette riesige Areal, das werden wir jetzt leider auch machen. Also, was ist leider? Das werden wir jetzt auch machen. Dass wir uns hier langhangeln an dieser Seite. Wir können ja meinetwegen mal den Rand abchecken. Das Problem ist natürlich, dass die Ränder nicht wirklich mit Zäunen abgedeckt sind, sondern wirklich nur eine gedachte Linie sind. 5000 XP, nice. Ist zwar nicht mehr viel. Ich muss da unten lang. Nice Pilzchen. Lego. Aha, ein einsames Feld. Genau, da will ich hin, auch zu dem Wunschbrunnen. So, wir werden es mal reinpacken. Das ist die Frage, was möchte der Wunschbrunnen haben? Ein Knochen, ein Reifen, zwei Beeren. Du kannst jetzt Material aus Aufbewahrungskiste in der Nähe entnehmen. Material zu nehmen kostet dich mehr EP, als du bekommst, wenn du es wieder zurücklegst. Okay. Ein Knochen.
Ein Reifen und zwei Beeren. Wir haben jetzt etwas EP verloren. Ist okay. Das ist der Trade halt, ne? Ungewöhnlich Fleisch 8-mal, Stoff 4 und so. Wir werden das Fleisch mitnehmen. können wir uns natürlich immer nicht aussuchen, was wir da. Also, können es zwischen drei Dingern aussuchen. Natürlich wäre mir Eisen oder ähnliches natürlich immer lieber. Kann ich das Ding jetzt schon zersäbeln? Ah, noch nicht ganz. Wie viel Power brauche ich dafür? 40. Okay. 40 Power brauche ich. Dann laufen wir mal geradeaus. Und zwar nämlich, wenn wir diesen Teil jetzt noch mitnehmen. Also wir haben hier eine gedachte Linie auf der Minimap da unten. Oder eine. Wobei doch, man sieht die Linie tatsächlich. Es gibt die Quadrantenlinie, die ist etwas weicher, wie ihr unten auf der Minimap seht. Und dann gibt es die tatsächlich die Ebenenlinie. Die ist. Oh, Jason, hi. Ah, geil, ey. Neue Waffe. Macht gleich viel mehr Laune damit. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr umsehen. Hier sehe ich zum Beispiel schon wieder Pilze. Zwei sogar. Doppelte Beute. Nice. Ich dachte, es wäre eine Höhle gewesen. Aua. Okay, er hat mich nur abgeworfen. So, deswegen hat er mich auch erwischt. Im Nahkampfangriff hätte mich nämlich nicht erwischt. So, hier geht's rüber zu der anderen, ne? Oh. Ach, zu dem Vorort, alles klar. Wir sind jetzt tatsächlich schon beim Vorort. Das heißt, die hier kriege ich nicht down. Das ist der Vorort? Faszinierend. Oh, doch, war da noch eine Malerperle, okay. Doch, hier war eine Malerperle. Gehörten also doch wohl noch zu dem Bereich, wo ich gerade gewesen bin. Ach ne, es gehört wahrscheinlich zu denen hier. Boah, ist aber verwirrend. Eieiei. Okay. Ach ja, alles klar. Wieder ein paar Malerperlen bekommen. Sehr schön. Dann schleichen wir uns jetzt hier rüber. Und nehmen alles andere auch mit hier. Zack, 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 zack. Ah, wieder ein bisschen mehr. Nee, diesmal kein Holz gewesen. Das, was ich bräuchte für die Machete. Aber das ist natürlich cool, wenn wir die Frequenz jetzt installiert haben. Das macht natürlich deutlich mehr Laune, finde ich. Ich komme einfach gar nicht durch. Okay, bleiben wir auf der rechten Seite. Hier mal Pilzchen, die habe ich gerade schon gesehen gehabt. Doppelte Pilze. Da haben wir Eier. Und wir haben einfach so eine riesen Tasche. Ne? Das ist so geil. Ah, ich liebe es, wirklich. So gut. Da freut man sich richtig mal wieder was Neues zu erkunden. Ich finde, man müsste so ein bisschen noch flacher gucken müssen. Noch flacher gucken können. Das wäre ganz cool, aber leider geht's nicht weiter als so. Ja, auch noch alles zu meinem. Hier haben wir nämlich diese leichte, feine, leichte Linie. Oh, da haben wir wieder einen Angelspot. Nee, haben wir nicht. Doch, da haben wir einen Angelspot links. Privatgrundstück, kein Zutritt. Ah, sorry. Wir sind in der Apokalypse. Oh, nice. Der Crit-Schaden ist schon echt böse, ne? Das ist schon echt abartig. Ah ja, das ist ein Lagerfeuer. Sehr schön. Habe ich schon ewig kein Lagerfeuer mehr entdeckt, ne? Muss man dazu sagen. So, zack, 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 zack. Und wir kriegen XP ohne Ende. On mass kriegen wir. Hier hängt ein widerlicher Gestank in der Luft. Das klingt aber nicht gut, oder? Wollte schon sagen, ja, warum kann ich das nicht kaputt machen? Das ist doch ein Reifen! Aber das kann ich nicht kaputt machen. Die. Oh, doch, konnte ich doch. Hä? Also manchmal geht's, dass ich Metalldinge kaputt machen kann. Dann geht's wiederum nicht. Was macht der denn da kaputt? Die Wand? Er macht die Wand kaputt? Okay, ich kann einfach die Wände kaputt machen. Gib mir mal. Nee, gib mal. Das da wollte ich haben. Die bringen mir sogar Holz. Okay, die bringen mir das gute Holz. Holy shit. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Muss ich kurz umswitchen. Die bringen mir das gute Holz. Oh ne, nicht der Baseballschläger. Bam!
Seht ihr das? Das gute Holz bringt mir das. Nice. Okay, das werden wir jetzt aber nicht auseinandernehmen. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade. Aber wir haben mal Fischies. Ich habe gar keine Angel dabei. Kacke. Ist eh egal. Respawnt eh nichts mehr. Ach, ich hätte das doch ohne Dings tauschen können. Ach, manchmal bin ich auch ein Horst, ne? Manchmal bin ich doch einfach nur ein Horst. Aber das Gute ist, es hat eh keinen Respawn. Jetzt schauen wir mal, wie schnell das jetzt geht. Na, wie schnell wir hier die Fische. Wie schnell wir hier die Fische angeln. Wir kriegen natürlich noch keine 100% XP dazu. Okay. Ein bisschen schneller tatsächlich. Finde ich ein bisschen schneller. Oder sonst im Vergleich zu sonst finde ich das tatsächlich ein kleines bisschen schneller. Oh, da liegen noch ein paar Fischchen schon. Muss jetzt eigentlich der letzte Fisch sein. Ja. Okay. Na, leider keine legendären, keine guten Fische gefangen. Schade drum. Aber was soll's. Achso, Saufufer wollte ich schon sagen. Seeuferbude. Dann werden wir erstmal, wie gesagt, den Außenstep. Ah, das ist eine riesige Map. Holy shit. Okay, warum sagt der Privatgrundstück betreten verboten? Das ist dann schon wieder, aber... Okay, das ist der Vorort, alles klar. Ich muss hier lang. Klar, erwischt er mich einfach noch dabei, oder was? Fell will ich natürlich auch haben, ist ja klar. Okay, da komme ich gar nicht... Ach, das gehört noch dazu, wa? Guck mal, muss ich da außen lang? Das ist doch auch interessant, das werden wir auch gleich mal machen. So, der lässt natürlich wahrscheinlich leider keine Malerperle fallen. Weil die noch zum Vorort gehören. Die werden also leider wiederkommen, das macht aber nichts. Okay, das auf der anderen Seite. Weil dieser Teil, der eine Teil gehört tatsächlich noch dazu. Da kann ich mir schon vorstellen, da wird noch irgendwas Schönes sein. Kann ich mir wirklich vorstellen. Dass hier noch was, hier in dem Teil noch was Schönes sein wird. Das sind die ganzen Autos, ne? Die haben wir tatsächlich noch gar nicht. Ah, okay, ich weiß gar nicht, wie ich am Anfang Angst haben konnte vor den Viechern. Die sind ja unter Scheiße. Okay, das ist wieder mit der Malerkuhle, alles klar. Ah ja, die Autos, ja. Da waren wir tatsächlich nicht gewesen. Okay, das ist relativ einfach. Man darf nicht weglaufen. Echt, das Geheimrezept ist echt, hör auf wegzulaufen. Weil wenn sie dir hinterherlaufen, das ist doch halt noch viel gefährlicher. Du musst stehen bleiben, angreifen, die angreifen lassen, dann nutzt du das aus und greifst dann wieder zurück an. Das ist ja total easy. Ob ich das jemals öffnen kann? Vorort Zaungarten Cover Norm. Vorort Zauneingang, Einwohnerzahl 143. Ich glaube, die habe ich schon reduziert. Ich glaube, die ist nicht mehr vorhanden, die 141. Ach, scheiße. Okay, eine gebingen blaue Mana. Okay, weil sie von der rechten Seite gewesen sind. Ne, von hier und nicht hier standen. Ah, das ist schon geil mit dieser. Was da will ich? Gib mir den scheiß Reifen. Das ist schon geil mit der tödlichen Frequenz. Garantiert wird hier eine Gruft sein, oder? Aber hier fehlt ja auch noch... Fehlt hier noch eine? Ja, hier fehlt noch eine in dem Gebiet. Ein Grüftelein muss hier noch sein. Ah, ich liebe dieses Schnetzeln. Oh, keine normale Kugel mehr mitnehmen können. Da müssen wir tatsächlich mal kurz zurück, wa? Mal eben... alle weggeschnetzelt. Mal eben zurück zum Lagerfeuer. Den braunen Pilz können wir auch mitnehmen. Da haben wir noch ein Vogelei. Das kann ich allerdings nicht mitnehmen. Das hab ich nicht mehr. Und wir kriegen halt so viel XP. Seht ihr das? Weil wir einfach diese 20... Die Süßigkeiten der Natur. Jo. Weil wir auf diese 24% extra EP haben.
Das ist so Wahnsinn, wie viel XP wir überall alles kriegen. 300, 435 bekommen. Sehr nice. Oh, das nehme ich gleich mal wieder mit. Das habe ich ja für den Wunschbrunnen gebraucht. Da haben wir noch zwei Eier sogar. Nice. Nehmen wir natürlich auch mit. Wichtig ist auf jeden Fall auch diesen Kompressor für die grünen Items zu bekommen. Den müssen wir auch noch. Nicer Crit. Kann ich die Reifen kaputt machen? Nee. Okay, dann haben wir diesen Teil erledigt und wir möchten jetzt wieder in diesen Quadranten hier rein, oder? Ja. Ja, in den hier. Okay, das waren einfach nur die gewesen, alles klar. War doch keine Gruft oder ähnliches. Oh. Terminal. Ah, hier kann man das dann öffnen, alles klar, da sehe ich auch schon. Das ist keine Kiste. Keine Kiste mit einem Lagerfeuer, sondern einfach nur so eine Kiste. Hier ist nichts. Ich bin gespannt, was wir denn echt noch alles machen können. Gerade was diese komischen Elektrofelder da angeht und die Zeitschlosskisten, die irgendwo auf dem Berg drauf sind. Also scheinbar muss man da später noch irgendwie auf dem Berg krabbeln können. Das führen wir mal ganz kurz alles weg. Nochmal 59 XP. Und dann gehen wir hier den Weg entlang. Schauen wir mal, was hier sonst noch Schönes begegnet. Ah ja, das kleine Vieh, was ich gekillt habe. Sorry, kleines Reh. Aber ich muss überleben. Da ist noch eins. Oh ja, mehr Laufgeschwindigkeit wäre schon wichtig. Was haben wir da? Ah, eine Mythos-Tafel. Verdammt, der Grüne hat mich auch gesehen. Nee, hat er nicht. Also Reh, ich finde, als Dankbarkeit könntest du ruhig zurückkommen und dich von mir töten lassen, oder? Dafür, dass ich den Arsch gerettet habe, will ich deinen Arsch jetzt haben. Gut, nehmen wir die Mythos-Tafel mit. Let's go. Oh, boah, schreck mich doch nicht so jedes Mal. Jedes Mal spuckt er mich an. Das ist die Legende eines uralten Volkes, das einst auf der Insel gelebt hat. Normalerweise wäre ja wahrscheinlich Musik. Descended to us from the skies. We welcomed the king to our tribe. We greeted him as one of our own. Okay, zweite Mythos-Tafel gefunden. Haben Sie einen Engel oder einen Engel getroffen oder ist diese Geschichte einfach stark übertrieben? Wir müssen 10 Mythos-Tafeln finden, okay. Okay, kaputt machen können wir die definitiv nicht, alles klar. Man kann sich also im Nachgang gerne nochmal geschichtlich anhören, falls man da nochmal Interesse daran hat. Sehr cool. Wer bist du denn? Moosbewachsenes Haus und schönen Forst. Aber ich sehe auf jeden Fall wieder neue Häuser, neuer Elektroschrott. Sehr cool. Und da ist auch noch ein Telefon. Na, Jason hört uns schon. Kommt der auch an? Ich lasse ihn einfach kommen. Habt ihr es gerade gehört? Bruder. Alter. Ja, das war echt ein bisschen scary, muss ich sagen. Holy shit. Okay, ich muss kurz zum Lagerfeuer zurück. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Das war ein bisschen spooky. Das war eklig. So, das nächste, was wir jetzt machen werden, ist auf jeden Fall unser Rucksack verbessern. Deswegen werden wir uns hier mal auf die 15 Eisen stürzen, die wir brauchen. Hier, den Baum können wir übrigens mitnehmen. Das ist der für das gute Holz. Und jetzt kann ich das jetzt nicht mitnehmen. Sondern muss es jetzt holen. Hier ist auch noch was, oder? Nee. Ah ja, ich wollte hier noch gucken. Mhm. Okay, nur ein Reward. Das ist aber auch okay. Nehme ich mit. Diese Zäune nerven mich.
Irgendwo mal ein Loch reingebohrt. Okay, wir sind leider schon wieder bei 30 Minuten, Freunde. Das ist eher sehr ärgerlich, finde ich. Aber leider vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat, immer so schnell. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch und wie es euch so geht gerade. So, der hat auch noch eine Perle gedroppt. Ja, hat er nicht. Okay. Die ist dann wahrscheinlich woanders. Da, wo er tatsächlich gestorben ist. Gespawnt ist. So. Na dann, meine lieben Freunde. Machen wir kurz eine Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder bei diesem wunderschönen Spiel. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.